Es fehlt die Peitsche. Dafür spielt ein Akkordeon. Aber sonst arbeiten sie wie die Galeerensklaven. Und an einer Kette hängen sie auch. Anker hoch. Das dauert auf diesem Schiff bis zu 2 Stunden. Hier wird eben alles mit der Hand gemacht. Eine Hand für sich, die andere für das Schiff. Seemannschaft, so wie sie einmal war. Viele 100 Jahre lang. Als Galionsfigur ein handgeschnitzter Albatros. Für Windjammer-Fans das Erkennungsmerkmal. Dies ist die Gorch Fock, eines der größten und schönsten Segelschiffe der Welt. Wie macht man das eigentlich? Viele 100 Tonnen Stahl und Holz durch bloßen Wind in Fahrt zu bringen. Wenn der Wind auf das Segel trifft, dann bildet er vor dem Segel ein Unterdruckgebiet, ein Sooggebiet und hinter dem Segel ein Druckgebiet. Die Verteilung ist so, dass 3/4 Sog und 1/4 Druck ist. Das heißt, wir müssen uns immer bemühen, die Segel so zu stellen, dass der Wind am Segel vorbeistreicht und anschließend ein Unterdruckgebiet, ein Sooggebiet vor dem Segel herstellt. Dann wird das Segel in dieses Unterdruckgebiet hineingesogen und das Schiff erhält einen Vortrieb. Wir bemühen uns also immer, die Rahen mit den gebauchten Segeln etwa 25 bis 30 Grad zum Wind anzustellen, um dann auch mit Hilfe der Stachsegel eine Düsenwirkung zu erzeugen, die Luft vor dem Segel schneller vorbeistreichen lässt, um eben dieses Sooggebiet zu erreichen und einen guten Vortrieb zu bekommen. So einfach ist es also. Wer es auch nicht verstanden hat, ein Segel funktioniert so ähnlich wie ein Düsentriebwerk. Alles klar? Seit 26 Jahren durchpflügt die Gorch Fock die Meere. Meist allein, es sei denn, sie wird von anderen Großseglern herausgefordert. In 13 internationalen Regatten belegte sie 12-mal die Plätze 1 bis 3. Die Gorch Fock, ein Stück überlebter Seefahrtromantik, ein Relikt aus jenen Zeiten, als bärtige Seebären todesmutig Wind und Wellen trotzten? Der Alltag auf See sieht anders aus. Die Gorch Fock ist das Segelschulschiff der Marine. Es dient der Ausbildung oder, wie der Auftrag wörtlich lautet, der theoretischen und praktischen seemännischen Ausbildung von Offizier- und Unteroffizieranwärtern der Marine. Man kann es auch leichter ausdrücken. Hier lernt der junge Mann elementare Seemannschaft, Härte, Mut und Disziplin. Eigenschaften, die er später braucht, wenn er moderne Schiffe führen will. Und er lernt, dass er Leistung nur in der Gruppe bringen kann. Teamwork. Alle müssen an einem Strang ziehen. Dieses moderne Führungsprinzip erlebt er hier gewissermaßen im Naturzustand. Auf einem Segelschiff muss eine Hand in die andere greifen. Natürlich ist auch Theorie angesagt. Die Schularbeiten müssen gemacht werden, auch wenn nach harter körperlicher Arbeit die Muskeln schmerzen und man sich lieber in die Hängematte werfen möchte, um Seefahrtromantik wenigstens im Traum zu erleben. Die Gorch Fock nachts als fliegende Holländer. Also doch ein bisschen Romantik. Und mit viel Fantasie klingt sogar die Wache leicht nach Richard Wagner. Auf der Bock ist alles voll, die Laternen brennen. Hey. Auch die Hecklaterne brennt. Es könnte so schön sein an Bord dieses Traumschiffes, würde man nicht ständig aus den Träumen gerissen. Der Wind lässt sich nicht kommandieren. Bei aufkommendem Sturm heißt es, alle Mann raus und in die Wanten, um die Segel zu bergen. Er ist hart, dieser Job auf See, auch für die Stammbesatzung. Die meisten sind seit vielen Jahren dabei. Für mich ist das ein schöner Dienst.
Man kann sich also hier als Seemann fühlen. Man wird hier gefordert. Jetzt wird man zwar auch auf dem Kriegsschiff, aber hier muss man auf seinem Mann stehen. Bei jedem Wetter, in der Nacht, wenn man schläft, wenn Alarm ist, raus, Segelbergen. Und da muss man halt seinem Mann stehen. Und das ist auf diesem Schiff astral. Das liebe ich. Rausdrehen, zu hängen, macht's Muster um! Hängemattenmusterung. Damit beginnt morgens um 17:45 der Dienst. Seelords hängen bekanntlich an Traditionen. Früher diente die festgeschnürte Hängematte tagsüber als Rettungsring für den Notfall. Heute gibt es auf der Gorch-Fock längst moderne Rettungssysteme. Aber die Tradition. Hier ist wieder Radio Gorch-Fock, wie üblich vor dem Musikprogramm, unsere Nachrichten. Dieses Programm gefällt schon besser. Zum Frühstück das bordeigene Hörfunkmagazin mit Nachrichten und Musik. Und da der Mann am Mikro seine Hörer als Bordarzt genau kennt, weiß er, wann er von harten Nachrichten spätestens auf Musik umschalten muss. Bevor wir mit den Nachrichten weitermachen, erst einmal Musik. Also nicht nur Shanties, sondern auch mal eine flotte Scheibe. Und wenn Sie Glück haben, unsere Lehrgangsteilnehmer, dann werden Sie weiter berieselt, wenn Sie sich nach dem Frühstück an Deck auf Ihre zukünftigen Führungsaufgaben vorbereiten. Mit Bimsstein und Sand das Teakholzdeck abschrubben. Knapp 10.000 Offizier-Azubis haben sich bisher darin geübt, mit Erfolg. Vor kurzem musste das Deck komplett erneuert werden. Pinnen und Pönen, das gehört nun einmal dazu. An Bord gibt es immer etwas zu reparieren. Auf einem Segelschiff fährt natürlich auch ein Segelmacher mit, der allerdings nicht mehr so viel zu tun hat wie seine Berufskollegen in früheren Zeiten. Segel und Taue werden heute aus Kunststofffasern hergestellt. Dass der Smutje in der Kombüse der wichtigste Mann an Bord ist, gilt auch für die Gorch-Fock. Besatzung und Kadetten können mit ihrem Koch zufrieden sein, denn seine gute Absicht ist eindeutig. Unsere Devise hier lautet, niemand soll ohne Übergewicht von Bord gehen. Tut das irgendwo weh hier? Was soll denn bei dem Koch noch wehtun, wo alles gut gepolstert ist? Der Bordarzt hat in Sachen Übergewicht eine andere Meinung als der Koch. Aber der Soldat bleibt als Staatsbürger in Uniform ja ein freier Mann. Er kann sich frei entscheiden, für den Arzt oder für den Koch. Am Okklusionspunkt wird sich ein Teiltief bilden. Dieses wird morgen früh um 6 Uhr Z etwa über der Themse-Mündung liegen. Der Kommandant Nickels-Peter Hinrichsen lässt sich vom Meteorologen die Wetterlage verklaren. Dazu werden für jede Fahrt zivile Wissenschaftler angeheuert. Dieser heißt Schmidt, wird aber Müller-Lügenscheid genannt. Und etwas weiter westlich ein Südwestwind mit 20 Knoten. Also liegt die Front gegen 9 Uhr Z auf dieser Position hier etwa. Das sieht dafür alles ganz gut aus. Herr Schmidt, wir wollen dann in etwa 3 Tagen Nordwest haben, langsam auf nordwestlichen Wind haben, um dann in das Kattegat reinzukommen. So muss es sein. Ein richtiger Kapitän verlangt von seinem Meteorologen nicht, dass er das Wetter bestimmt, sondern dass er das richtige Wetter besorgt. Wo bleibt sonst das Ausbildungsziel? Hoch in den Wanten, 40 Meter über Deck. Schon bei ruhiger See eine Mutprobe. Bei starker Brise schwere körperliche Arbeit. Das Ausbildungsprogramm muss sich nach dem Wind richten. Jetzt ist Sturm angekündigt, der mit vollen Segeln abgeritten werden soll. Das Schiff macht schnelle Fahrt. 15 Knoten. Nur 2 Knoten unter seiner möglichen Höchstgeschwindigkeit.
Die Gorch-Fock wurde gebaut, um den Führungsnachwuchs der Marine an die Grundelemente seines Berufes zu gewöhnen, See und Wind. Wirklich gute Arbeit lernt man nur auf Segelschiffen. Hier muss man den Wind zur Mitarbeit zwingen, und zwar bei jedem Wetter. Die Gorch-Fock befindet sich im Sturm in der Nordsee. Wir sind in den vergangenen 3 Tagen täglich im Mittel 250 Meilen gelaufen, das heißt in 3 Tagen 750 Meilen oder auch 1400 Kilometer, das heißt einmal Nord-Süd durch die Bundesrepublik. Diese Leistung, dieses Ergebnis ist nur möglich, wenn man ein gutes Seeschiff hat und auch eine gut ausgebildete Besatzung. Die seemännische Ausbildung auf Segelschulschiffen wird in West und Ost nach Jahren des Zweifels wieder hoch bewertet. Die Gorch-Fock hat schon 750.000 Kilometer zurückgelegt, aber sie ist noch lange nicht am Ende ihrer Reise.